Ladies and gentlemen, are you ready? Hallöchen, ich grüße euch zur neuen Serie Oldtimer Autos und so weiter und so fort und natürlich lecker Restaurant. Ha! Lecker Restaurant, wo kein Mensch mehr drin sein darf. Ist das irre? An alle Künstler, Künstlerinnen und alle an der Gastronomie. Sollen wir das dulden? Nee, bitte ist okay. Also. Nee, um Gottes Willen. Es war einmal vor langer Zeit ein super Restaurant und mein Liebster hier, wisst ihr ja, ne, Gastronom, den werde ich auch gleich nochmal interviewen. Ich interviewe dich gleich nochmal und dann sprechen wir mal darüber. Es starb das Restaurant, meine sehr verehrten Damen und Herren, vor vielen, vielen, vielen Jahren. Wie lange ist das her? Über 40, ne? 35. Also über 35 Jahre ist das her, wo wir hier gesessen, alle Mann, und war verdammt voll, oder? Ja. Das war genau, wir halten die 1,50 Meter ein, also an alle, die jetzt hier meckern. Wir halten die 1,50 Meter ein, wir halten den Mundschutz ein, doch halt mal, wirklich. Alles da, nur jetzt hier vor laufender Kamera will ich jetzt hier mit dem Tuch nicht rum. Ne, seht ihr, wie schnell das geht. Guck mal, wie schnell man umgekleidet ist, ne? Das ist Hammer, alles geht hier ratzfatz schnell und... Ja, ich habe euch auch ein Video gezeigt, wo ich mich verarscht vorkomme. Für 18 Euro ein Sichtschutz, ich zeige ihn euch beim nächsten Clip. 18 Euro für einen Sichtschutz, weil mit so einer Maske arbeiten ist immer so eine Sache. 10 Stunden Maske auf, ich weiß nicht. Na, jetzt trinke ich mir erstmal lecker Kaffee, das darf ich ja wohl noch. Ja, Restaurationssterben, Künstlersterben. Ich habe gerade noch mit Action-Konzept, Nils und Erdo und Tom Beck, der eine wunderbare CD vorgestellt hat, gesprochen. Also in Berlin tobt schon der Mob. Also Kunst stirbt, Gastronomie stirbt und das lassen wir zu. Das lassen wir alle zu. Ich muss gerade sagen, bin ja hier hingekommen für die Dreharbeiten. Da saßen die Po an Po und aßen Eis. Na? So, hallo, ohne Mundschutz. Und ne, hier, da, hier, an der Kirche, wo der Springbrunnen ist. Da kann man ja sitzen, wir haben so einen Springbrunnen. So, da sitzen die Po am Po, hätte ich filmen können, und aßen ihr Eis. So, sie sind somit 50 Meter von der Eisdiele entfernt. Ne? Du darfst ja da nicht essen. Ne? So, 50 Meter musst du weit weggehen, um essen zu dürfen. So, ich bin jetzt wie weit von der Kamera weg und trinke meinen Kaffee. 1,50 Meter, ich habe rangezoomt. Ne? So, irgendwann dürfen wir dann, wie gesagt, nur noch 1,50 Meter, 2 Meter entfernt uns unterhalten. Wir werden Verlängerungsärme zum Gruß rausholen. Kollege zieht sich auch schon den Mundschutz auf. Wir unterhalten uns gleich mit Mundschutz. Er hat den auf. Ich unterbreche und dann gehe ich jetzt mal eben nach vorne. Wir halten die 1,50 ein. Wir unterhalten uns. Oder setz dich hier hinter mir. Genau, komm. Bleib hier, komm, hinter mir da. Hinterm Käfig, genau, setz dich da hin, da. Ne? So, Ladies and Gentlemen, der Inhaber vom super, wie heißt das nochmal? Pfeffermühlchen, ne? Ja, genau. Ah. Es war einmal, ist ja vorbei. Nehmt das alles nicht so ernst, es war einmal. Es existiert ja nicht mehr. Aber wir haben jetzt hier nochmal nicht geöffnet. Es ist nicht offen, Ehrenwort nicht, hier ist alles zu. Aber für diese Dreharbeiten haben wir halt das gemacht. Wir wollen ja was machen, Oldtimer und so weiter und so fort. So, und da er ja zu nahe jetzt sitzt, ne, merkt ihr schon, die Satire bleibt. Ne, auch ich ganz schnell, seht ihr, wie schnell das geht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ne? Hallo, Grüße. Und wir halten auch die 1,50 ein. So, wie siehst du das Ganze? Das Ding ist nicht mehr, es existiert nicht mehr, es ist nur noch Erinnerung. Und was sagt ihr das? Das war einmal, ne? Das war einmal. Ja. Ja. Es war einmal. Irgendwann geht es in andere Hände und. Ja, ja, klar. Kann man nicht machen. Ja, aber die darf ja auch nicht. Außer die Großen. Wir haben uns gerade darüber unterhalten. Es könnte sein, dass die Großen kommen. Ja, das ist immer irgendeine große Kette. Ne? Dass die da irgendwas einhält, dann kommt von oben so Sprühnebel oder so, was angeblich dann den Virus einbannen soll oder die Bakterien. Keine Ahnung. Ja, ist das so, oder? Wenn wir anfangen hier Science Fiction. Wer weiß, was das für Nebenwirkungen nachher hat. Ja, genau. Die ganzen Nebenwirkungen der Injektionen gegen Viren aller Art. Das ist gefährlich.
Deswegen, jeder Körper, guck mal, boah, kriegst du ja Herz, ich habe hier so einen Dampf hier. Also ich spreche nicht mit so einem Teil, tut mir leid, ich bin ein Gegner von Masken. So, wie gesagt, das gute Stück stirbt. Wir machen jetzt, gleich geht's weiter mit unserer Oldtimer-Serie, die wir uns ausdenken. Oldtimer, was war da noch, Maschinen und so? Ne? Motorräder. Motorräder, Oldtimer, Funk. Film, Foto und so weiter. Wir wollen ja die Kunst, also Kunst und Gastronomie. Ich habe auch gerade mit Action Concept gesprochen, mit Nils und so weiter, auch mit Tom Beck. Wie gesagt, die dürfen wir hier nicht auftreten, leider. Die dürfte ich nur virtuell sein. Das heißt also, hier müsste ein Monitor hin, dann könnten die virtuell aufgezeichnet werden. Meine lieben Freunde, wenn das die Zukunft wird, dann stimmt was mit euch nicht. Ich sag jetzt einfach mal ganz böse, ich weiß, das wird jetzt sofort zensiert, aber ich kann nichts davor. Faschismus 2.0. Und wenn ihr Faschismus mögt, dann stimmt was mit euch nicht. Wir haben nicht das Jahr 1920, wir haben das Jahr 2020. Und alles, was betrieben wird, jetzt, hier und heute, ist gegen uns. Denn einen Zwang gibt es nicht. Denkt bitte drüber nach. 45, 49... ist uns jeglicher Zwang verboten worden. Und Maskenzwang, Isolationszwang ist verboten. Denk mal drüber nach. Ach ja, wir machen Oldtimer. Synchronisier nach. Das ist jetzt schon Verkühlung. So, Oldtimer on Tour. Ja, mein Fahrer, stell dich mal vor. Oldtimer on Tour, leider ohne Hallo, Maske. Amigos. Ne? Amigos, wir dürfen leider nicht mit. Ich habe zwar meine Binde auch, aber während der Fahrt dürfen wir das ja nicht tragen. Ne? Ja. Aufgenommen habe ich. Ja. Wie gesagt, den Spaß gönnen wir uns. Den Rest zeige ich nachher. Okay. Ja, den Sound. 100 PS und wie alt? Über 50 Jahre. Über 50 Jahre? Ja, der Sound ist so. Der bleibt auch so. So. Wir brettern jetzt los. Ich muss mich leider ein bisschen dick anziehen, aber nur ein bisschen. Wir hauen jetzt ab. Wir fahren jetzt in die Schweiz, wir haben noch Spaß und dann bleibt dabei. Ne? Ja, ich begrüße euch total und recht herzlich bei der Fahrt. Ja, was soll denn sonst sein? Ja. Hauptsache, wir haben unseren Spaß, unser Virus-Spaß. Ne? So ist das nun mal. Ne? Andere haben Virus und wir haben ein Auto. Ja, so ist das nun mal. Genau. Ach ja. So, wie gesagt, der Sound, ich stelle euch das Auto nachher vor und jetzt hänge ich ein. Weil wir jetzt mitten auf einer Kreuzung sind und mitten auf einer Kreuzung bringt uns das nichts. Das Ganze, ja, aber so muss das sein. Auch wenn wir ein Virus haben, meine sehr verehrten Damen und Herren, unseren Spaß lassen wir uns nicht nehmen. Mal ein paar Aufnahmen machen. Lockere 100 PS gehen hier mal eben an den Start. Das ist unsere Probefahrt. Der Wagen fährt, der Sommer kann kommen. Wir wollen hoffen, dass er kommt, der Sommer. Grüßen alle Oldtimer-Fans. Ja genau, alle Oldtimer-Fans. Ne? Bist du auch der Meinung, dass alle Oldtimer-Fans wieder Flagge zeigen sollen? Ja. Ja, auf jeden Fall. Ach ja.
sogenannte Antivirus-Film, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja. Im Notfall tragen wir auch Binde, aber nicht während der Autofahrt. Nee, ist klar. Macht das Fahren Spaß. Brauchst du auch meine Mütze bleiben. Ganz wichtig. Ja. Ja, genau. Ja, aber so muss das sein. Meine habe ich leider nicht mit. Aber so muss das sein. Hier ist noch eine drin. Ist noch eine drin? Da ist noch eine drin. Okay. Wie wir feststellen, er fährt, noch haben wir Glück, ist alles in Ordnung. So, das ist eine Probefahrt, die wir uns heute gönnen und wir schauen uns auch um, was so alles los ist. Viel ist ja nicht los, aber das ist halt so, alle rennen hier rum, einige haben Vermummungen, andere nicht. Ist halt so, ne? Ja, Oldtimer Rallye, das wäre das Beste, was wir machen können, aber können wir nicht machen. Wir grüßen euch total und recht herzlich jetzt in Werden.
Ja, ja. Wenn die Sonne im September sein, vielleicht geht das doch mal. Oh, oh. Traurig, ja. Ist gebrochen, der Mast von einem junger Mensch, sportlich, hoffte drauf. Thank you.
Freund Erwin. Wir sind bei der Oldtimer Rallye 2020 in Gedenken, denn es gibt keine. Nee, gibt es nicht. Schade eigentlich. So könnte das sein. So könnte es sein, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ach ja, der Virus hat so viel zerstört. Meine Güte. Nee. Herum, jo. Das kenne ich alle noch. Das gibt es alle gar nicht mehr. Herzi, alles tot. Aber wir machen Nostalgie. Wir machen Nostalgie-Tour durch Effringhauser Schweiz Richtung
Wuppertal, Industriegebiet. Wir beide fahren die Oldtimer-Strecke 2020, die es leider nur fiktiv gibt, nur bei uns beiden. Wir haben hier den Abstand, alles halten wir ein. Wir haben auch unsere Binnenbeine, die wir leider nicht tragen dürfen, aber wir denken dran, eine sogenannte Haube zu besorgen, ne? Mit Brille. Wir werden diese Nostalgietour noch mal im Hochsommer nachfahren. Und da wollen wir natürlich hoffen, dass wir das dürfen. Ne? Ja, im Moment dürfen wir ja gar nichts. Aber lassen wir uns das Leben nehmen? Nein! Machen wir nicht. Ne? Macht doch Spaß, oder? Ja. Ne? Also, der Wagen fährt, ist ein guter Test. Ne? Der Motor ist in Ordnung, ist gut eingestellt. Ne? Ja, genau. Was war das nochmal? Ein Porsche-Motor, ne? Ja, ein C4-Motor ist das. Ein C4-Motor. Ist hier eingebaut. Den Wagen zum Schluss zeige ich euch. Am Anfang habe ich schon ein bisschen gezeigt. Aber zum Schluss zeige ich euch den Wagen dann noch einmal, damit ihr seht, was wir gemacht haben. Und ja, wir haben viel Spaß. Das ist wichtig. Hast du Spaß? Und wie? Und wie? Das Wetter sagt zu. Das Wetter sagt zu. 12 Grad zwar, aber hauptsache die Sonne lacht. Na? Ja, wir zeigen euch mal das Wetter. Blauer Himmel, paar Wolken, was will man mehr?
weg. Ja? Ja, ja. Holen wir wieder. Holen wir wieder? Okay. Ladies and gentlemen, are you ready?